Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns hier im Turm des Himmels und hier können wir auch noch ein Routen-Pokémon fangen, wollte ich gerade sagen. Und da kommt es auch schon. Unser Routen-Pokémon wird, wie im letzten Part schon erwartet, ein Lichtel werden. Will ich nicht unbedingt ins Team nehmen, aber wir versuchen es dennoch mal zu fangen. Ich denke mal, Verfolgung wird jetzt nicht reichen, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, es überlebt. Sehr gut. Begrenzer. Na klar. Okay, und dann werfen wir ein Bällchen. Was werfen wir für ein Bällchen? Wir werfen einfach ein Hyperbällchen. Das sollte schon passen. So, bitteschön. Einmal wackeln. Zweimal wackeln. Dreimal wackeln. Und wir haben ein Lichtel gefangen. Ich mag Lichtel ja eigentlich sehr, sehr gerne. Ich finde es eigentlich ganz cool, ganz putzig. Und auch Skelabra ist nicht allzu scheiße. Aber weil wir es beim letzten Mal hatten, werde ich es nicht ins Team nehmen. Erstmal nicht. Seine Flamme entzündet sich erst, wenn es einem Menschen oder einem Pokémon die Lebensenergie absaugt. Okay. Möchtest du dem Lichtel einen Spitznamen geben? Natürlich. Und wir nennen unser kleines, süßes Lichtelein Erios. Nicht Eros, Erios. Der hat sich nämlich gewünscht, oder sie, ich glaube eher er, ein Geist zu sein. Und den Wunsch können wir natürlich wunderbar erfüllen. So, höher, höher, höher mit uns. Weiter geht's auf dieser Ebene. Hier werden uns weiterhin Trainer erwarten und die werden wir nach und nach ausschalten. Ich glaube, 4 Stück gibt es auf dieser Ebene. Sah jedenfalls gerade danach aus. Nanu, willst du etwa mit mir kämpfen? Na schön, aber auf eigene Verantwortung. In meinem Team befindet sich nämlich ein extrem starkes Pokémon. Und was dieses extrem starke Pokémon sein wird, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Schwarz 2. Okay, es ist ein Petsneef. Sie hat uns alle verarscht. It's just a prank, bro. Bro. Okay, Petsneef sollten wir ja wohl besiegen können. Machen wir mal Nitro-Ladung. Stärke 50, glaube ich. Dadurch Stärke 100, weil es sehr effektiv ist. Passt schon. Macht schon ganz gut Schaden. Und unsere Initiative wird noch gesteigert. Scham. Ist ein richtig starkes Pokémon. Alter Schwede. Das haut schon rein. Mächtig haut das rein. Hypertrank? Was? Du bist doch nur ein Normalo-Trainer. Jetzt hör auf damit. Lass mich gewinnen. Bitte. Lass mich doch gewinnen. Hä? Wieso hat das so wenig abgezogen plötzlich? Ach ja, wegen Charm. Stimmt. Alter. Das war guter Hypertrank und Charm. Das war aber eine gute Taktik. Es lebt noch. Wenn jetzt nochmal Charm kommen würde. Lake. Eieiei. Volltreffer. Wenn jetzt nochmal Charm gekommen wäre und sie nochmal geheilt hätte, dann hätten wir ein kleines Problem gehabt. Dann wären wir zum Wechseln gezwungen gewesen. Weil wir dann 5 Treffer bräuchten und das ist ein bisschen viel. Na gut. Ach, richtig. Dieses Pokémon reist ja schon seit einiger Zeit nicht mehr viel? Ach, nicht mehr umher. Ach so, und deswegen hat es irgendwie, ist es außer Übung oder so. Ich glaube, das wollte sie uns damit sagen. Irgendwie sowas. Wir haben nur noch 8 Tafelwässerchen. Dann müssen wir mal bald wieder in der Einklangspassage vorbeischauen, was? Bevor ihr es wieder 18 Mal in die Kommentare schreibt. So, hallo Psycho, gegen dich würde ich ganz gerne kämpfen gleich. Erstmal wollen wir uns natürlich Beleber, ist ein bisschen makaber hier im Turm der Toten. Aber gut. Ein wildes Pokémon. Ein Lichtel wahrscheinlich, oder? Ich frage mich, ob wir noch ein anderes Pokémon hier hätten fangen können. Als Routen-Pokémon. Aber, Lichtel ist halt höchstwahrscheinlich das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Von daher, naja. Okay, auf geht's. Da ist übrigens noch eine Krankenschwester. Die finde ich ganz geil. Also, ganz gut, ganz hilfreich für uns. Ich wollte es jetzt wirklich nicht sexuell werden lassen. Zeigen wir den ruhenden Seelen den blendenden Glanz des Lebens. Der blendende Glanz des Lebens. Denn nur wer lebt, ist glücklich. Zeigen wir es den ganzen toten Geistern hier. Ja, Psyana. Aber wir sind relativ fit. Wir sind relativ fit. Ich greife mit Funkensprung an. Aber Psyana kann halt richtig reinhauen, ne? Ziemlich stark. Psystrahl kommt auch. Ey, das kann schon gefährlich sein. Ist es auch. Ja, komm, wir wechseln lieber wieder auf Farm. Weil Farm eben so eine wunderbare Spezialverteidigung hat. Ist das vielleicht nicht schlecht? Dafür ist Farm halt auch super, super wertvoll. Allein, um jemanden zu haben, der speziell einstecken kann. Weil wir haben mit Sedimantur jemanden, der physisch gut einstecken kann. Hier jemanden zu haben, der dann speziell einstecken kann, das ist schon ganz wichtig.
Psi-Strahl kommt. Wie viel zieht es ab? Oh, es verwirrt auf jeden Fall ziemlich häufig gerade. Und wir greifen uns selbst an. Nicht so geil. Wären wir durchgekommen, hätten wir Käfertrutz eingesetzt und das hätte nochmal den Spezialangriff gesenkt. Und dadurch wäre Psyana noch einmal weniger gefährlich geworden. Boah, aber Psyana zu diesem Zeitpunkt, ne, das ist schon cool. Bin ich Fan von. So, können wir jetzt bitte durch die Verwirrung kommen? Das wäre sehr schön. Seja! Eieieiei. Wir müssen den Spezialangriff senken. Komm schon. Okay, gut. Wie viel Schaden macht das? Nicht so viel. Aber das Gefährliche ist, also, es hat jetzt in dieser Runde Seja eingesetzt, ne? Das heißt, wir greifen jetzt nochmal an. Aber in den nachfolgenden könnte es Psystrahl plus Seja geben. Das ist bei den meisten Pokémon der sichere Tod. Bei Ramot. Ramot hätte es wahrscheinlich überlebt, wenn wir eben genug KP gehabt hätten. Aber gefährlich war es trotz allem. Hast du das gerade gesehen? Das war ein Zeichen. Ein Zeichen, ja, dass du extrem stark unterwegs warst. Nicht schlecht, auf jeden Fall. So, ein Tafelwässerchen geben wir dann nochmal für Diego. Bitteschön. Bitteschön. Und dann holen wir uns den nächsten Trainer. Hallo. Na du? Und dann müssen wir noch die Krankenschwester auseinandernehmen und dann geht's weiter. Ich bin hier, weil ich wissen will, wie diese Welt irgendwann mal enden wird. Das Aha-Erlebnis ist bisher leider ausgeblieben, aber vielleicht lässt sich das ja durch einen Kampf ändern. Ich finde auf jeden Fall gut, dass wir hier mal einen Ort haben, wo wir sehr, sehr viel Training bekommen können und wo die Kämpfe scheinbar auch nicht unspannend sind, weil so ein Psyana ist schon nicht verkehrt. Stimmt, Pygraulon konnten wir, glaube ich, hier drin fangen. Das wäre cool gewesen, das hätte ich genommen. Das hätte ich, glaube ich, mit ins Team genommen, wenn ich irgendwen gehabt hätte zum Aussortieren. Aber bei Frigo wäre ich auf jeden Fall am Überlegen gewesen, ob wir es nach dem Arena-Leiter dann rausnehmen. Okay, Volltreffer, nice. Es ist zwar super cool, super stark, super schnell und alles. Und auch ein interessanter Typ und alles. Aber naja, Ladungsstoß. Stärke 80, Anwender greift die Pokémon in seiner Umgebung mit Elektrizität an, paralysiert eventuell. Ist halt speziell, aber besser als Verfolgung, definitiv. Bringen wir bei. Gut, Ladungsstoß gelernt. Als nächstes Metodos. Metodos war Psycho, ne? Das Psycho-Teil. Na gut, setzen wir mal Niklas ein. Gucken wir mal, was Niklas so ausrichten kann. Dann komm mal, Metodos. Okay. Also die letzte Entwicklung davon, die hat uns ja immer richtig zugesetzt. Soll ich Dampfwalze einsetzen, damit wir schneller sind? Nee, ne? Passt schon. Psychoschock? Das ist gefährlich, aber wow, hat nicht viel abgezogen. Psychoschock nimmt halt den Spezialangriff, aber greift die Verteidigung an, ne? Okay, gut, dann ist es doch nicht so gefährlich. Ich habe es gerade irgendwie andersrum im Kopf gehabt, dass es den Angriff verwendet, aber auf unsere Spezialverteidigung geht. Das wäre auch nicht so gefährlich gewesen. Also, ich habe mir eigentlich umsonst Sorgen gemacht. Alles gut. So, 35 vom Level her. Das ist sehr schön. Hat damit sofort aufgeholt wieder. Das ist also das Ende. Oder habe ich was falsch verstanden? Du hast wahrscheinlich ein bisschen was falsch verstanden. Wir haben jetzt Frigo auf 36, Niklas 35, Raider 35. Okay, das heißt, ich packe mal Niklas hier hin und Raider machen wir an Stelle Nummer 2. Okay. Aber es läuft vom Level her. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Brauchst du meine Dienste als Pflegerin? Nichts lieber als das, aber vorher musst du mich in einem Kampf besiegen. Oh, ich wünschte mir, das wäre bei allen Frauen so. Ah, hallo, ich brauche sie als Pflegerin. Kein Problem, Alter. Aber du musst mich erst in einem Kampf besiegen. Und ich als bester Pokémon-Trainer auf der Welt wäre natürlich kein Problem für mich gewesen. So, wir haben jetzt hier einen Kiefer-Pflanzen-Pokémon. Und sind nicht so ganz fit. Das ist das Einzige, was mir nur Sorgen macht. Ansonsten, gegen Käfer haben wir ja unsere Gesteinsattacke. Das heißt, wir haben eine sehr effektive Attacke. Matrifol ist aber eben sehr stark und hat ebenfalls Käferattacken. Und da will ich jetzt erstmal abschätzen, wie viel macht denn Rasierblatt Schaden. 32 KP. Ein Volltreffer könnte reichen. Aber ein Volltreffer kann immer reichen. Rasierblatt. Gut, hat auch noch erhöhte Volltrefferquote. Das ist schon ein bisschen risky. Puh. Okay, reicht es aus wenigstens? Bitte! Oh, shit. Shit. Na gut, Rasierblatt wird meistens eingesetzt. Dann wechsle ich auf Raider. Das passt schon. Hätten wir vielleicht gleich am Anfang machen können, weil Raider eine doppelt sehr effektive Attacke hat mit Flug.
Aber naja. So, Rasierblatt dürften wir locker wegstecken. Wir behalten wahrscheinlich über 100 KP noch. Jupp. Absolut kein Ding. Und dann, goodbye, Matrifol und hello, Erfahrungspunkte. Dürfte auf jeden Fall eine Menge droppen. Für jeden 1000 bestimmt. Ja, 1100 für Raider, 1100 für Niklas. Das hat sich gelohnt. Was soll das hier werden? Dein Team ist doch kerngesund. Ist es auch. Aber ich brauche dich als Pflegerin. Gut, dann wollen wir mal. Empfange das Geschenk der Gesundheit. Das Geschenk der Gesundheit. Ich verstehe. Meine Aufgabe ist, das Pokémon gesund zu pflegen. Ja, Pokémon. Und andere Dinge. So, genug jetzt hier mit dem Schweinskram. Auf in die nächste Ebene. Hier gibt es auch nochmal 3 Trainer. Ich denke, das werden dann die letzten sein. Zumindest wäre das dann auch mal genug. Aber 3 Ebenen ist auf jeden Fall ganz nett. Da kann man ordentlich Erfahrung zusammenkriegen. Hallöchen, Umi. Oh, ein junger Trainer. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Na klar. Aber pass auf, dass du nicht dein Gebiss verlierst dabei. Vor lauter Schreck, dass du den Mund so aufreißt. Und es fliegt im hohen Bogen umher. Das wäre natürlich sehr schade. Ich würde es aufsammeln und dran schlecken. Ich schlecke gerne an Gebissen älterer Menschen. Okay, wieder ein Pflanzen-Pokémon. Wieder bekackt. Naja, gut. Raider, go. Immerhin ist es nicht mehr ganz so schlimm wie damals zur Zeit der Wüste. Also, als wir da beim alten Palast in der Nähe waren. Wo ja dann immer genau das kam. Also, genau ein sehr effektives Pokémon kam. Gegen das, was wir an erster Stelle hatten. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. So, Akrobatik sollte definitiv reichen. Bye-bye, Roselia. Und ein paar Erfahrungspunkte. Als du mich schon fast besiegt hattest, hätte ich beinahe nach einem längst verschiedenen Pokémon gerufen. Oh, das ist traurig. Sie wollte ihren alten Freund rufen, aber der ist ja gar nicht mehr da. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich an deinem Gebiss schleckern wollte. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr Mitleid mit der alten Lady habt oder eher nicht. So, alter Herr. Für einen Gentleman wie mich gehören Pokémon-Kämpfe zum guten Ton. Naja, für mich auch. Ist nicht, weil ich Training brauche oder so. Nein, nein. Nachtara. Autsch. Also Nachtara ist nicht grundsätzlich nicht so gefährlich wie Psyana. Von der Offensive her, aber es ist halt defensiv nochmal ein bisschen stärker. Deswegen beginne ich mit Dampfwalze, um schneller zu sein als Nachtara auf Dauer. Nachtara ist nicht so schnell. Aber wenn wir schneller sind, wäre das schon ganz cool. Vor allem, weil wir dann mit Steinhagel dafür sorgen können, dass es immer mal wieder zurückschlägt. Mondschein. Eieiei. Das kann sich auch noch heilen. Immer und immer wieder. Na gut. Passt schon. So, Initiative sinkt nochmal. Sind wir jetzt schneller? Ich versuche, riskiere einfach mal einen Steinhagel. Wir sind schneller, okay. Dann schreck mal zurück, im Optimalfall. Ja, aber es muss noch 2 weitere Male zurückschrecken. Puh. Gewissheit, okay. Das ist gut. Aber ich glaube, ein Steinhagel reicht immer noch nicht aus. Verdammt, komm schon. Reich, 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 bevor es sich wieder heilt. Oder schreckt zurück, oder irgendwas. Es schreckt zurück. Nice. Puh, Juwelenkraft. Goodbye. Haben wir ganz gut hinbekommen. Mit Nachtara. Und das gibt auch wieder jede Menge Erfahrungspunkte. 1900. Und Level 36 für Niklas. Hervorragend. Versucht Tarnsteine zu erlernen. Tarnsteine ist grundsätzlich nicht verkehrt. Gerade wenn man Niklas zu Beginn einsetzt. Durch Robustheit kann es nicht besiegt werden, da Tarnsteine zu haben. Gerade gegen die Flugarena-Leiterin wäre das schon nicht so schlecht, aber... ich glaube, dass es im normalen Spielgebrauch eher selten tatsächlich benötigt wird. Ich lasse es mal. Das war gar nicht mal so übel. Danke. Danke, danke. So. Dann... ich brauche Raider als letztes noch Training. Um auf Level 36 zu kommen. Das kriegen wir, denke ich, hin. Eine verlorene Seele hat von mir Besitz ergriffen. Sie sagt, sie sehne sich nach einem Kampf. Und so muss ich dieser Seele nachgeben, werde gegen dich kämpfen und dich zerfleischen und dich töten und mir deinen Körper statt diesem verweichlichten Mädchenkörper nehmen. Und mit deinem Körper werde ich die Weltherrschaft herbeiführen. Jetzt vermisse ich Biss. Wobei, Akrobatik ist sowieso schneller. Stärke 110 plus Stab ist stärker als Biss mit Stärke 120. Definitiv.
Okay. Ja. Dann von mir aus Giftstreich. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber sollte reichen. Zumindest gegen Makaber, ja. Gegen ein echt Natural wäre das schon wieder was anderes. Okay. Als nächstes kommt Hypnomorba. Ja, ist halt Psycho, ne? Finde ich jetzt nicht so geil. Setze ich Niklas gegen ein? Psyana hat schon ordentlich Schaden gemacht, glaube ich. War das Psyana überhaupt? Keine Ahnung. Lass uns mal Frigo einsetzen. Ich glaube, mit Frigo geht das ganz gut. Kriegen wir es ganz gut gebacken. Zumal X-Bad ja auch gleich Level 36 ist. Da fehlen ja Winz-Erfahrungspunkte. Schnüffler von Hypnomorba wirkt. Okay, dann beginnen wir mal mit Funkensprung. Ladungsstoß ist zwar etwas stärker, aber ich glaube, unser physischer Angriff war deutlich besser. Ich weiß es gar nicht mehr. Yay, Schmeichler! Unser Spezialangriff steigt. Damit dürfte jetzt auch unser Ladungsstoß stärker sein. Lass uns den mal einfach einsetzen, damit wir sehen, wie er so aussieht. Ladungsstoß kommt. Ja, okay, das sieht jetzt nicht mega spektakulär aus. Ihr habt recht. Aber trotzdem. 1395 Erfahrungspunkte. Oh ja, die verlorene Seele hat meinen Körper verlassen. Was haben wir hier? Dunkelklaue. Nicht schlecht. Also, ja, Geisterattacken sind so mehr, weil sie eigentlich genau gegen dieselben Typen sehr effektiv sind wie gegen wie Unlichtattacken. Von daher bringen die nicht so viel in der Regel und kann auch niemand lernen. Naja. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht, Leute. So, ich hoffe, das war... Oh, da ist noch ein Item, sehe ich gerade. Die verstecken sich aber auch immer ganz gut. Hier kommt es, das gute Pygraulon. Damals hieß es Blocky im ersten Let's Play. Eigentlich super schade. Das hätte ich voll gerne mal mit ins Team genommen. So ein Megalon dann nachher. Finde ich zumindest interessant. Aber jetzt schon wieder Zebritz. Naja. Vielleicht finden wir ja noch was Cooleres. Auf Dauer. Okay, und dann sind wir oben. Was sollten wir eigentlich hier oben? Ich weiß gar nicht mehr. Aber egal, wir läuten einfach mal die Glocke dann, ne? Würde ich sagen. Das ist die Glocke des Turmes. Des Himmels. Lässt du sie erklingen? Ich lasse sie erklingen. Flo hat die Glocke des Turmes, des Himmels, erklingen lassen. Wie viele Artikel noch da rein? Die Glocke des Turmes, des Himmels. Die Glocke erfüllt die Umgebung mit ihrem wohligen Klang. Ja, das war's. Alles klar. Sollte ich nicht noch irgendwas für Professor Esche machen oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine schon. Hat sie nicht irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Vielleicht hat sie uns auch einfach nur das Item gegeben. Das kann auch ganz gut sein. Hä, wo sind denn meine ganz normalen, stinknormalen Items? Hier. Irgendwie habe ich die nicht gefunden. So, Superschutz, Superschutz, Superschutz. Wir wären jetzt schon 3 Kilometer weiter, wenn ich mal den Superschutz schnell gefunden hätte. Und dann runter mit uns. Und dann reden wir nochmal mit Professor Esche kurz. Weil mir so ist, als hätte sie noch irgendein Anliegen gehabt. Aber wenn dem nicht so sein sollte, dann ist dem halt nicht so, ne? Dann haben wir den Turm des Himmels geschafft. Hier ist dann nichts weiter passiert. Ich weiß, wie wir im vorherigen Let's Play den 18 Mal nach oben gelaufen sind. Weil jedes Mal irgendwas an dieser Glocke passieren könnte. Ganz am Ende ist dann auch was passiert. Und ich glaube, hier passiert auch noch irgendwas an der Glocke. Ich wurde sogar schon irgendwann mal gespoilert, was es war, aber ich habe es wieder vergessen. Vielleicht ganz gut so. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, wir setzen es nochmal ein. Hallo. Der Turm des Himmels, eine riesige Ruhestätte. Wurde der Turm an diesem Ort errichtet, weil es hier schon immer viele Pokémon vom Typ Geist und Psycho gab? Oder haben sich diese Pokémon vermehrt hier eingefunden, seit der Turm errichtet wurde? Das ist eine gute Frage. Was war zuerst da? Henne oder Ei? Ne? Die gute alte Frage. So. Dann sind wir soweit fertig mit den umliegenden Routen. Und ich denke, wir alle wissen, was das bedeutet. Unsere Pokémon sind bereit für die nächste Schlacht in der Arena. Für Orden Nummer 6, der jetzt bei uns auf dem Plan steht. Der Kampf gegen Geraldine. Und den werden wir beim nächsten Mal dann in Angriff nehmen. Mit folgendem Team. Also, nehme ich mal an. Ich werde auf Raider, auf Niklas und auf Frigo, denke ich, zurückgreifen. Wollfalke wäre auch noch eine Option, durchaus. Aber, ja, ich glaube, ich greife lieber auf die 3 zurück, weil Frigo, ganz klar, ganz großen Vorteil. Niklas hat einen großen Vorteil, ist zwar langsamer, kann aber super viel einstecken und halt auch mit seinen Gesteinsattacken mega austeilen. Und Raider, ja, der ist halt auch nochmal sehr schnell, kann Konfusstrahl, kann eine starke Akrobatikattacke. Von daher macht das schon, denke ich, am meisten Sinn. Das sind unsere 3 besten Pokémon, zumindest für diesen Arena-Leiterkampf.
Ansonsten finde ich immer noch Elfen am coolsten. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part. Ich glaube, der war dann heute mal etwas kürzer. Wobei, ich glaube, war auch wieder so um die 20 Minuten. Von daher, macht das alles hier nicht. Und dann sehen wir uns. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.